Willkommen zu einer neuen Aufnahme mit dem Modi, mit dem Takeru. Der Takeru sieht ziemlich weihnachtlich aus, aber so sieht er immer aus. Okay, dann wollen wir Ja, ein mal. Teil weihnachtlich, ein Dann Teil machen wir mal. Kürbiskopf. Perfekt für November. Waring must Richtig. tap Ja, das button to ist. show next checkpoint. Ja, Checkpoint 1 ist da vorne. Aha. Die schwierigste Challenge überhaupt, über eine Brücke gehen. Wow. Ja, der Weg bis zu Checkpoint 1, der war wahnsinnig schwer. Also im letzten Pipi-Parcours-Level, das wir gemacht haben, war der Weg zu Checkpoint 1 schwer. Jupp. Ja, ich denke, wir müssen geradeaus. Würde ich auch mal Im sagen. Gänsemarsch. Oh nein, ich sehe da oben schon wieder drehende Dinge. Ja, die Pipi-Parcours, die sind nicht die einfachsten. Nee, aber es sind wirklich coole Level. Ah, Checkpoint 2. Und ich Oh, sehe Todesglocken. das war ja Juhu. super. Todesglocken? In der Ja, da Feldzeit unten nach sind auch oben. wieder. Da oben auf dem Dach. So, Noch einfach aus. The Truman Show lässt grüßen. Checkpoint 3 ist da oben. Ah, verdammt. Ja gut. Da war die Treppe vorbei. Oh nein, Berg ist weg. Die? Ich Oder glaube, die? die Tür ist nicht echt. Ich weiß nicht, wie ich drauf komme. Probier sie zu öffnen. Okay. Nee, die ist nur aufgemalt. Das ist nur Meinst Textur. du? Ja, das Probier ist es doch aufgemalt. einfach. Yep, die ist aufgemalt. So, jetzt ein bisschen Checkpoint 2 Jump and und One. die. Warte. Oh, und da verkacke ich schon wieder. So ein bisschen Jump, nicht nur One. Nein! Wo bist denn du, Takeru, dass du hier verkackst? Na gut, ich sterb mal. Modi ist auch gestorben. Nee, die sind eigentlich nur zum Resetten da. Wenn man hier als Aussicht sterben kann. Ich glaube, hier kommt man nicht wirklich hoch. Nee, Doch, ich ich glaube, glaube ich muss schon. auch von vorne anfangen. Vorher habe ich mich immer geschwungen. Ach, verdammt. Mutti, bist noch hier? Nee, bist du nicht. Ich bin Verdammt. oben. Ich häng hier. Oh, der ist schon weit, weit weg. Ich häng hier rum. Ich bin Und man kann hier sehr schlecht schaukeln, man kann. glücklicherweise gerade gescheitert. Ah, verdammt, ich hasse das Level jetzt schon. Dabei Man sieht es kann doch dort so schön richtig, aus. man kann da richtig scheiße klettern. Menno. Ich hänge hier schon wieder. Ja. Ach, verdammt, ich komm, wie soll man denn darüber kommen? Das geht doch nicht. Versuche mich raufzuziehen. Nein, wie sollst du dich nicht fest? Ach, Ich denke, Mensch. es liegt am Kürbiskopf. Ja, das sehen Ja, wir. Pins können einen teilweise echt behindern. Ist Okay. hier so ein Mittelalter-Level, wie ich das sehe. Ach, Ja, verdammt. das letzte war so ein Fantasy-Level. Und davor hatten wir halt diese Space-Station. Die haben alle irgendein Thema. Okay. Verdammte Schwerkraft. Aber die vorigen Level, die wir versucht haben, die haben nicht funktioniert. Deshalb spielen wir jetzt Ja. dieses Level. Da hat immer Okay. irgendjemand nicht. Ja, konnte irgendjemand nicht reinkommen. Ach, verdammt, was mache ich denn hier? Das ist doch nicht wahr. Fast oben. Ich habe den Checkpoint in 3, 2, 1 und ja. Sehr gut, ich geh sterben. Ich komme zu dir Das. hoch. Ich habe keinen Bock auf diesen Parcours Okay. hier. Und oh Gott. Komm zu dir. Ich Oh bin. Gott. Oh, was zum Henker? Ich bin hier fast runtergerutscht. Ja. Point. Boink. Wo ist überhaupt der nächste? Ich bin wieder Wie geht's unten. jetzt überhaupt? Ich komme wieder hoch. Na, ich schätze mal hier. Ah, ich rutsch runter. Ah! Au. Nein! Nein! Oh Gott, das Level fängt schon wieder richtig gut an. Wenn das Level genauso asozial ist wie das, was wir beim letzten Mal gespielt haben, dann können wir es aber knicken. Aber wir können es versuchen. Ja, wie das letzte. Ich glaube, das werden wir auch nie zu Ende spielen. Das Stadtlevel. Doch, ich denke Oh, schon. verdammt.
Also ich habe keinen Bock, die acht Checkpoints nochmal zu machen. Also ich werde sie mit Sicherheit nicht nochmal machen. Die gehen relativ schnell. Ich will was Leichtes sehen. Ich wirklich Spaß mit Dark Souls. Nee, mit Sicherheit nicht. Vielleicht schicke ich dir irgendwann mal die Switch-Version. Dann werde ich es aber nicht spielen. Och, verdammt. Ich mag leichte Spiele. Leichte Spiele wie Pokémon. Obwohl Pokémon auch seine Schwierigkeiten hat. Ich meine mittlerweile nicht. Also die siebte Generation, das war ja... Naja, also... Bis auf Pokémon Ultramond, wo es da diesen Ultra-Necrozma-Kampf gab. Necrozma heißt es. Also jetzt mal ganz ehrlich, man kann sich die siebte Generation nicht mal mit Challenges irgendwie schwer machen. Es ist einfach nicht. Es ist einfach Pippi leicht. Oh, ich bin fast oben. Das Einzige, was ein bisschen für Schwierigkeit sorgen kann, wäre ein Randomizer. Aber... Huh, ich bin auf dem Dach. Das geschafft. Ja, aber wie weiter? Oben aufs Dach komplett drauf. Hier über diese Zinnen dort. Ja, über die Zinnen. Ich weiß nicht, ob das Zinnen sind, aber über Dachdingens. Ja, über diese Deko-Elemente. Oh nein, jetzt muss ich hier hüpfen. Das ist zu dünn hier. Ich komme hier nicht, ich falle runter. Nein. Wo hängst du rum, Modi? Ich scheitere jetzt schon wieder an den Springplatten. Nein, ich will nicht. Ich will hier nicht runterfallen. Ich will nicht fallen. Ich will das nicht nochmal machen. Nein, zu weit. Keinen Bock. Nein. Kommt man hier überhaupt hoch? Das Ding ist ziemlich groß. Die dritte? Ja. Yep. Jo, auf der dritten Stufe. Aber auf die vierte. Ja. Nein. Ich bin gleich oben. Ich bin gleich oben. Am Anfang geschafft. Ha. Oh. Nein, 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 nein. Und jetzt hat mich erst. Ich bin fast da. Nein. Bleibst du wohl oben? Bleibst du oben? Schon, das schaffst du. Nein. Ich bin wieder unten. Nein. Jetzt bin ich ganz wieder unten. Nein, 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 nein. Ich bin dann wieder am Checkpoint 3. Okay, ich bin fast oben. Oh. Hey, Zwergi. Ich hasse diese Level. Abgrundtief hasse ich diese Level. Ach, diese verdammten Hüpfdinger wieder. Ah, ich könnte kotzen. Ich könnte kotzen im Strahl. Hast ein schönes Level ausgesucht, Mordi. Hey, ich find's gut. Ja, das weiß ich, dass du das gut findest. Nee, ich find's nicht gut. Ich hab's einfach ausgewählt, weil es optisch cool aussah. Ja. Nicht alles, was glänzt, ist Gold. Sagte ich bereits. Ach, hab ich überhört. Na, komm, auf der letzten Plattform daneben. Dreck. Okay. Schornstein 1. Sehr gut. Und 2. Hol den Checkpoint. Und 3. Hol uns den Checkpoint. 4. Und... Dreckig. Letzter und, oh Gott, eine Sprungplattform. Sehr gut. Ah, okay. Irgendwie schaffe ich das schon. Okay. Ach, leck mich doch. Ich bin hier unten an der Brücke. Ich selbst. Ich hab's fast. Da ist der Knopf. Sehr gut. Hol den Checkpoint. Ich bin wieder am Checkpoint 2. Ich bring mich um. So. Sehr nice. Checkpoint. Das ist jetzt Checkpoint 4, oder? Geht das jetzt weiter? Das müsste jetzt Checkpoint 4 sein, oder? Checkpoint 5 ist da drüben. Alles klar. Ich spring einfach mal. Und? Das war falsch. Was bringt's? Das war falsch. Okay. Vielleicht auf der anderen Seite lang.
Es kann sein, dass wir auf die andere... Ja, da ist eine Treppe. Wir müssen auf die andere Seite. Okay. Und zwar komplett. Geronimo. Okay, wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Bei Checkpoint 5 geht's, glaube ich, hoch. Ah, hä? Das heißt, wir müssen innen im Innenhof erstmal an die andere Seite rennen. Also bis zum Innenhof rüberspringen. Jo. Ich bin drüben. Ich komme zu dir, Modi. Ich auch. Runterfallen und runterspringen geht. Auf eine Windmühle. Oh. Eine liegende Windmühle. Oh Gott. Okay, und wie kommen wir da hin? Ach so, hier. Über das Dings. Ja. Über das Dings. Über das Teil. Oh, schau, Modi. Das Dingsbums. Verdammt! Und tot. Au. Jo. Na komm, na komm, na komm, na komm. Ha, verdammt. Verkackt. Man muss das auch noch timen, wann die Flügel kommen. Und dann da hoch. Ja. Oh Mann. Nein! Er hat sich nicht festgehalten. Ich hasse diese Devil. Ich find's gut. Habe ich ja schon gesagt, dass ich diese Devil hasse? Ich glaube noch nicht. Das ist eine ganz neue Information. Ach, Kacke. Die kommen noch nie, die Flügel. Die Windmühlenflügel. Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt dein Zwerg. Und ich hab Checkpoint 6. Moment. Na, sehr schön. Ich mache hier wirklich alles gefühlt allein. Ja. Nein! Muss doch. Ja. Dudes. Ja. Irgendwie bin ich irgendwo in dem Loch. Ich bin unten. Ich komme zu dir. Ich steck Handlöchen. Fest. Dann mach Reset an Checkpoint bei dir. Solange ich es nicht mache, passiert nichts mit dem Level. Na dann. Und wo jetzt? Wie komme ich da wieder raus? Gibt es eine Hard Reset? Ja, drück auf Escape und dann. Ja. Kontrollpunkt laden. Ja. Toll. Yay! Oh. Ja, und nu? Wo müssen wir hin? Oh nein, ich falle. Checkpoint 7 ist dort drüben. Müssen wir da hin zu Checkpoint 7? Ja, natürlich müssen wir zu 7. Das am anderen Ende ist dort hinten. Da müssen wir zurück. Das ist dort. Ja, 7. Ja, wir müssen schon wieder runter. Sicher? Ziemlich sicher. Das macht der Levelersteller ganz gern, dass er einen einfach durch die Gegend schickt. Beim letzten Mal mussten wir auch auf die Mauer drauf. Ganz runter? Mhm. Ich guck mir das erstmal an. Ich bin schon unten im Hof. Im Innenhof. Ja, wir müssen auf die Mauer. So, schauen wir mal. Auf die Mauer? Auf die Mauer, glaube ich. Oder? Nee, wir haben ja den Weg schon gefunden. Der ist nur so schwer. Die Dächer immer schneller. Ach, hier über die Dächer. Ah, okay. Ja, dann sag das doch. Ist das bei den drehenden Dächern ist. Wir haben das gut 100-mal gesagt. Ja, gut. Wenn man nicht zuhört, ist schwer, ne? Tja. Oh, Kacke. Okay. Ich könnte es potenziell haben, aber ich glaube, der Sprung ist zu weit. Ja. Potenzial. Was ist mit Putin? Ich habe Potenzial gesagt. Ach so, ich habe irgendwas verstanden von wegen Potenzial oder so. Ich dachte, das war ein Witz, den ich nicht verstanden habe. Nö. Oha. Und hops, bin schon auf dem dritten. Ah. Wieso dreht der sich so schnell? Weil die sich alle immer schneller drehen. Okay, ich bin weiter als sonst. Verdammt. Ich war schon beim dritten. Okay. Und auf das Dach. Oh, gut. Springen. Man fällt schönerweise immer in den Todesball rein. Ja, ist schon eine intelligent gemachte Map, nur ist sie halt so schwer. Ja, bin auf der Spitze. Ah, verdammt.
Ja, und ich muss mich jetzt wieder schwingen, weil ich den Sprung verkackt habe. Checkpoint 6. Hat diese Map auch 15 oder 16 Checkpoints? Ich gehe mal davon aus. Dann dauert das also hier noch ein Weilchen. Draufgekommen, wenn man einmal falsch hängt, kommt man da nicht mehr rauf. Nicht Kacke. Ganz genau. Das ist toll. Das wird nix. Ich komme bis zum dritten und dann nicht mehr weiter. Ja, so geht's uns allen. Kann man das nicht irgendwie überspringen? Nee. Ich könnte es, wie gesagt, höchstens versuchen, hinten an der Wand hochzuklettern und dann den Checkpoint praktisch von hinten zu holen. Auf dem leichteren Weg. Na, dann versuch's mal. Nee, ich guck erstmal, ob ich das hier irgendwie hinkrieg. Ja, das haben wir jetzt schon eine ganze Weile geguckt. Nee, hier hinten. Ich hänge hier an einem Turm und wenn ich da hochkäme, würde ich mir die Dächer sparen. Ach, leck mich doch. Ich komme hier nicht. Moment mal. Ich habe keinen Bock mehr. Oh, okay. Ich glaube, ich habe eine Abkürzung gefunden. Na dann. Weißt du was? Ich leg mich auf den Knopf und warte. Ich habe keinen Bock mehr. Nein. Ich mache hier Pause. Ich trinke einen Schluck Kaffee. 6,5 Stunden später. Und Checkpoint 7! Cool! Toll gemacht, Modi! Was? Hast du einen Checkpoint? Hast du es geschafft? Ja, Checkpoint! Er hat es geschafft. Ich kann wieder aufstehen. Alter! Gott sei Dank ist das Level so schön gebaut. Nee, ist es nicht. Nee, weil hier dann so viel Deko-Scheiße ist, dass man einfach abkürzen kann. Okay, Checkpoint 8 ist easy. Na dann, dann dürfte ich es ja auch hinkriegen. Ja, ich hasse... Gehen und fallen. Ich hasse vor allem die Farbe dieses Levels. Das ist durchweg beige. Das ist so ein richtiges Sandbeige. Es tut fast in den Augen weh, diese Farbe. Ja, das ist keine gute Farbe. Es tut fast in den Augen weh. Oh, ich sehe Modi wieder mal. Ja, Modi. Endlich. Hallo. Nice, der Knopf. Oh, hier ist eine Wand ohne Clipping. Du bist eine Wand. Ich bin in einer Wand. Ja. Gut. Nein, ich bin Modi die ist schon wieder weg. Oha, die Treppe muss man einzeln besteigen. Uha. Oder man hüpft ja. Wie Takeru. Ich klettere es einzeln. Uha. Uha. Keine Lust zu springen. Ich klettere die Treppe einfach. Seid ihr noch nicht beim Checkpoint? Ey! Doch, wir stehen davor. Okay. Komm schon. Ich bin hier noch bei der Treppe. Ich bin ja, hier. Wir haben gesaved. Und ich rate einfach mal, wir müssen da hinten hin. Ja. Bis hinten. So. Oh. Und. Was wird jetzt? Ach, Wäscheleine. Oh Gott. Das erinnert mich doch stark an die Wäscheleine. Nee, das sind einzelne kleine Sprünge. Das geht. Aber das wabbelt halt so extrem. Ich wusste gar nicht, dass man das machen kann. Huha. Oh nein. Nein. Jahu. Nein. Wie zur Hölle ist die Struktur physikalisch möglich? Das ist cool. Guck mal. Irgendwie geht's schon. Ha? Ach verdammt. War schon bei der Hälfte. Ah, verdammt. Ich bin wieder runtergerutscht. Ja, das ist uns passiert. Das Dach ist zu schräg. Mein Arsch hängt fest. Aha. Ja, ich komme hier nicht hoch. Kacke. Los, töten. Checkpoint 9 ist da hinten. Na komm, ich habe wieder einigermaßen Motivation. Ein Fünkchen Motivation. Und ich bin gefallen.
Falls ich jemals in diesem Level Motivation hatte, dann habe ich ersetzt. Naja, am Anfang. Nee. Zwei Checkpoints hattest du noch Motivation. Nee, auch nicht. Ich glaube ich nicht. Das Wasser sieht aber auch ziemlich scheiß aus. Nein! Ja, das Wasser hat was. Mein Hut hängt fest. Aha. Bist jetzt auch zu den Hut. Bist jetzt auch auf den Hut zu den Hutträgern gekommen. Der passt halt so gut zu meinem Monokel und Schnauzbart. Ja. Ich gehe jetzt hier durch den Turm durch. Oh. Ich bin drüben. Ich bin ganz woanders. Nicht drüben, sondern ich bin woanders rausgekommen. Ich bin hier einmal durch den Turm gelaufen und bin jetzt. Nein, verdammte Scheiße! Ich hab hier. Okay. Ach, du bist durch den No-Clip-Turm gelaufen, oder yep. Was? Geht's denn da hin? Wahrscheinlich auf die andere Seite vom Hof. Ja. Und jetzt bin ich hier ganz unten bei der Landschaft hinter dem Schloss. Ich hing ab. Oh mein Gott, das Schloss ist einfach nur halb. Okay. Hier sind noch ein paar Steine rum. Ich kletter jetzt hier gerade auf den Stein hinterm Schloss rum. Mhm. Gut, ich werde mal weiterhin versuchen, konzentriert zu bleiben. Okay, und ich werde versuchen, hier mal rüberzukommen. Mit die Steine. Oh. Okay, das war ein sehr guter Versuch bisher. Aha. Also ich bin jetzt hier jenseits des Schlosses. Ich laufe jetzt hier einfach rüber zu Checkpoint 10. Falls du irgendwo ein Exit-Schild siehst, geh ruhig durch. Ja, mache ich. Ich vermute, dass es so weit nicht kommen wird. Vielleicht kann ich hier schon ein bisschen was überspringen. Weil da komme ich wieder auf die Mauer oben. Vielleicht kann ich dort wieder... Ich bin bei der Hälfte. Nein, verdammte! Ich wollte jetzt gerade instinktiv einfach Rage quitten. Vielleicht kann ich hier irgendwas überspringen. Vielleicht kann ich hier... Ich komme nicht über diese spitzen Steine drüber. Ja. Interessant hier. Also irgendwie... Ja gut, hier komme ich nicht mehr hoch. Aber theoretisch kommt man da irgendwie auf die nächste Mauer hoch. Kann ich bestimmt irgendwas überspringen. Ist bloß leider ziemlich hoch hier. Vielleicht hier so. Wenn ich nicht gleich hier sterbe. Ich bin mittlerweile ganz woanders. Jenseits der Map. Ist ziemlich rutschig hier. Vielleicht schaffst du es ja wirklich irgendwie zu Checkpoint. Ja. Weil der müsste ja erstmal aktiviert werden. Vielleicht finde ich auch das. Vielleicht finde ich auch das Ende. Ja, das wäre cool. Das sieht hier gerade nicht nach Ende aus, aber theoretisch. Sieht wahrscheinlich eher aus wie, hier solltest du nicht sein. Definitiv. Entgegen dir schreit geradezu, hier solltest du nicht sein. Ja gut, das war aber bei der letzten Map ab Checkpoint 13 auch. Das ist hier definitiv nicht gewollt. Das ist also so ein Levelersteller. Lass es regnen. So oft ins Wasser gefallen? Anscheinend. Also der Level-Ersteller wollte bestimmt nicht, dass man hier rumläuft. Das bin ich mir sicher. Nee, wahrscheinlich nicht, sonst hätte er das Ganze nicht hinter einem No-Clip-Turm versteckt. Der hat einfach wahrscheinlich vergessen, die Hitbox anzumachen. Oh, und ich bin daneben gesprungen. Dann wird das vielleicht jetzt machen. Vielleicht sieht er irgendwann mal das Video hier. Das ist ein Chinese. Ich glaube nicht, dass er irgendwelche Videos sehen wird. Oh, ich bin gleich drüben. So, ich bin jetzt hier irgendwo wieder im Schloss. Aber wo bin ich? Wenn du irgendwo Checkpoint 9 siehst, dann nimm ihn. Da ist Checkpoint 7, da ist Checkpoint 9. Aber Checkpoint 9 ist noch sehr weit entfernt. Da komme ich nicht hin. Oh, Mann.
Nee, die Wand ist nicht. Die Wand ist. Ich hab eine Hitbox. Da kann ich nicht durch. Schade. Okay, ich bin jetzt hier. Im Nirgendwo. Ins Wasser will ich gar nicht rein. Ist lustig. Ich könnte hier theoretisch noch weiter, vielleicht laufe ich außen rum. Ich laufe einfach außen rum zu Checkpoint 9. Oh verdammt. Ich bin hier irgendwo reingekommen. Ich bin hier reingekommen. Ich komme hier nicht mehr raus. Ich bin hier irgendwo reingefallen, wo ich nicht mehr rauskomme. Da ist Morty. Ja, endlich. Hallo. Hast du Checkpoint? Oh, ich sehr gut. Checkpoint. Oh Gott, verdammt. Gott verdammt, der Scheiße war das schwer. Also ich bin hier noch in der Mauer drin. Rum. No Checkpoint. Oh mein Gott, Alter. Ja, war interessant da draußen, bei den Polygonen, ja. Der Polygonlandschaft. Das glaube ich. Ich glaub konnte fast bis Checkpoint 10 durchlaufen. Einmal rund um die Mauer. Ja gut, Checkpoint 10 ist jetzt aber wirklich leicht. Sagte er und stirbt kurz vor Checkpoint 10. Ja, der Weg ist jetzt bisher nicht so anspruchsvoll. Ja. Kannst du nicht mal wirklich... Ich bin auch gleich da. Ah ja, also du fällst in die Ritze wieder rein. Oh nein. Ja, ich bin in der Ritze. Doch. Hau. Hi, Takeru. Hey, geh du mal vor. Dazu musst du erstmal hinkommen. Von wegen, der Weg ist nicht schwer. Ja, ich bin. Auch in die Ritze. Ich zieh mich einfach die Ritze durch. Okay, Moment, ich muss mich jetzt kurz zurücksetzen und das heißt, ihr werdet auch zurückgesetzt. Ach, Kacke. Ja, ist halt so. Du. Mal vorwärts. Ah, ich bin unter der Map! Ich komme zu dir. Wo fehlt eine Bodenplatte? Ja, oh, cool. Unter dir. Hier ist alles ja, aktiv. Komm mal in die Ecke, weiter, weiter. Andere Seite. Ja, weiter, weiter. Mhm. Ah ja. Aha, okay. Hallo. Hallöchen. Ich muss eher wieder zurücksetzen. Ja. Ja gut, jetzt haben wir zwei Optionen. Entweder ich setze uns zurück oder wir gucken uns die Map mal von unten an. Ich habe mich schon zurückgesetzt. Ich bin schon auf Checkpoint 10. Na gut. Dann halt nochmal. So, hier weiter. Wir wollen das Level schaffen. Wir wollen uns nichts anschauen. Mann, du bist heute echt schlecht drauf wegen dem Level. Ja, ich mag das Level nicht. Es ist so beige. Uns zu schwer. Zu hässlich und zu blöd. Ja, ich hate dieses Level. Ich hate dieses Level. Auf ganzer Länge. Ich finde es scheiße. Ich weiß absolut nicht, ob ich hier richtig bin, aber... Polygonlandschaft. Die Polygonwüste. Ha, verdammt. Modi. Ja. Ich bin schon weiter. Ich bin bei dir. Ich weiß, ich sehe dich. Kacke. Und so hinten. Jetzt nicht mehr. Ich bin gerade durch die Wüste durchgefallen. Ich bin unter der Wüste. Oh, okay, interessant. Und ich bin hinter der Burg. Also wenn man runterfällt, wenn man in die Wüste reinfällt, dann fällt man durch die Wüste. Wird man zurückgesetzt? Nee, man muss selbst zurücksetzen. Da ist noch Boden drunter, also man fällt auf einen tieferen Boden. Dann habe ich irgendwie das Gefühl, dass das nicht der gewollte Weg ist. Das ist hier alles irgendwie nicht gewollt. Das sieht hier alles nicht gewollt aus. Bisher war der Weg auch immer recht offensichtlich, aber genau wie bei Checkpoint 13 in der letzten, wird es ab hier eigentlich einfach nur noch seltsam. Oh nein. Na, verdammt, ich war schon oben.
Ich war jetzt auch schon drüben. Wo denn drüben? Da hinten, so fast um die Ecke. Ach so. Da bin ich hier nicht, Mordi. Das geht sich nicht so aus. So viele Checkpoints wird das haben? Was denkst du? Ich gehe mal von 15 13, aus. 15. Also mehr als 10 hat es auf jeden Fall schon mal. Cool. Ha, hu. Ja, ich bin endlich da drüben. Ich hab's endlich bis hier geschafft. Hier wird's ziemlich schräg. Okay. Gut. Ich hab's. Checkpoint. Also ich habe auf jeden Fall einen Checkpoint. Ich weiß nicht, ob es Checkpoint ist oder. Bei mir ist noch kein Checkpoint. Ja, Saving. Jetzt. Und Checkpoint 11. Ich bin so weit wie nie. Super Body. Sehr gut. Es war wirklich schwer, aber es war halt sau nervig. Ich bin hier um die Ecke. Vielleicht schaffe ich es jetzt auch noch bis zum Checkpoint 10. Ja, bis zum Checkpoint 11. Ich glaube nicht dran, aber. Oh, Checkpoint 12 ist wieder nur über die Mauer laufen. Hey. Na, sehr gut. Ich komme zu euch. Oh Gott, ich sehe da oben eine Sprungplattform. Oh je. Na, sehr gut. Ist jetzt Checkpoint 12 oder? Ne, 11. Ja, Checkpoint 12 da hinten. Hier ist keine Beschriftung. Zumindest ist der Weg jetzt wieder ziemlich offensichtlich. Sehr gut. Kommen wir mal wieder voran. Da werde ich ganz viel Spaß im Schnitt haben. Mhm. Das wird lustig. Da kriegst du mindestens 4 Parts raus. Ja, mal schauen. Oder ich mache nur einen Part draus und schneide das unwichtige Haus. Also so ziemlich alles. Okay, wir müssen wirklich nur straight über die Mauer laufen. Also 4 Parts will ich den Leuten nicht antun. Vielleicht kriege ich das irgendwie so zusammengeschnippelt, dass es maximal 2 Parts wären. Diese Map will ich auch keinem antun. Mach ein Best-of. Mach ein Best-of draus. In einem Part. Takeru. Ja, ich komme zu dir. Bin auch da. Bist noch dabei. Natürlich. Du bist übrigens der einzige Takeru, von dem ich nicht weiß, wie er aussieht. Bist du mehrere Takeru? Nee, der einzige aus dem 4-5. Der einzige 4-5 aus dem 4-5 Discord, den ich nicht, wo ich nicht weiß, wie er aussieht. Modi weiß ich, wie er aussieht. Der macht ab und zu mal Facecam. Der zeigt sich ab und zu mal. Den kenne ich. Der weiß, wie er aussieht. Der Prof war letztens bei mir. Gestern. Müssen wir jetzt hier runter oder was? Also, wenn ich das aufnehme gestern. Das ist jetzt schon eine Weile her, wenn der Part online kommt. Und die Ninlein, die macht andauernd Facecam. Also die macht kaum was anderes als Facecam. Ja, ist ja glaube ich auch fast alles Streamaufzeichnungen bei ihr, oder? Und ich, ja, ich mache irgendwie gar nicht Facecam, aber ich mache halt manchmal Linux. Ich weiß nicht, wie man aussieht, allein durch deine Dings. Also mein Kanalbanner sagt's ja so ungefähr, wie ich aussehe. Das ist ja schon so ein, also mein Kanalprofilbild, also mein Kanalbanner auch, da ist mein Mii drauf, da ist mein, ja, also das ist halt so ein bisschen, ist eigentlich relativ klar, wie ich aussehe. Außerdem mache ich ab und zu mal Z-Logs. Also, ich bin ab und zu mal auch vor der Kamera zu sehen, deshalb. Achso, ich dachte, du wolltest sagen, du bist ab und zu auch mal draußen. Das eher seltener, aber ja, kommt auch mal vor. Ich mache immer zu mal Vlogs. Ab und an kommt es mal vor, dass ich einen Vlog mache. Sehr gut. Ich bin auch gleich da. Ja, das wäre jetzt halt echt nicht so schwer. Und wir haben's. 3, 2, 1, Saving. Ist das schon das Ende? Ja. Nee, wir müssen jetzt hier noch über eine Dings, dann kommt Sprung. Nächster Checkpoint. Vor. Checkpoint 13. Aber die Tür scheint. Nicht verschlossen zu sein hier. So, wo ist Checkpoint 13?
Der Weg ist ziemlich offensichtlich, aber... Ich hasse diese Leiter. Was für eine Leiter? Die kleine Stufenleiter da. Ach so, die benutzt du? Eigentlich schon, ja. Hm. Ich nicht, ich bin dran vorbeigesprungen. Okay, ich bin jetzt bei Checkpoint 12. Oh. Wo muss ich hin? Ach, da ist Checkpoint 12. Einmal rüber. Oh Gott. Ach so, dort. Ja, gut, die Leiter, die Treppe. Oh, verdammte Scheiße. Was ist? Auch mal geschafft zu einem Checkpoint. Was ist los? Ich hab den Punkt gerade eins in die Fresse geschlagen. Okay. Yay! Checkpoint 12. Okay. Den Knopf drück. Den Knopf drück. Das ist ziemlich weit weg, der Knopf. Ah! Oh. Ja gut, hier kann man drüber gehüpft. Sterben, es ist nur saunervig. Drüber gehüpft. Der Turm, der sieht ziemlich seltsam aus. Ja, gut. Schon 18.10 Uhr, würde ich mal sagen. Echt? Oh, verdammt. Takiro muss bald weg. Wie lange hast du noch? Maximal? 20 Minuten. Na gut, wir versuchen vorher fertig zu werden. Das wäre schön. Wir wollten eigentlich nicht so lange machen, aber gut. Gut, das sind jetzt fast 1,5 Stunden dann. Modi ist noch motiviert. Ich bin so motiviert wie immer. Also gar nicht. Aha. Irgendwo, das könnte man von dir sagen, Zwergi. Irgendwie zwischen... Was Autsch. Hast du da? Unten drunter klemmen. Wow. Fast. Aber fast heißt eben nicht. Eben nicht ganz. Hä, wie zur Hölle soll man das schaffen? Man hat doch gar nicht genug Anschwung dafür. Musst halt noch ein bisschen nach vorn hüpfen. Das Seltsame ist, für die Chinesen ist das wahrscheinlich ein leichtes Level. Das sind nochmal die... Das sind doch die extremen Skiller immer. Oder sind das die Japaner? Nee, Chinesen auch manchmal, aber. Ein japanisches Level, das wär für uns unmachbar. Das ist dann. So viel später, dass es dem alten Erzähler zu blöd wurde und man einen neuen anstellen musste. Hat mich gefreut wieder mal. Ja. Ich höre ja auch gleich auf. Das ist jetzt nicht mehr. Ja, gut. Ich war jetzt gerade zwischendurch einen Kaffee machen und du hast es nicht geschafft. Nee. Das ist echt einfach nur random hier, die Scheiße. Du kannst gern jederzeit beenden, aber. Du willst es noch probieren. Ein paar Mal. Ja, das Blöde ist, ich habe halt nichts Besseres zu tun. Ein paar Videos schneiden. Ja, ich muss halt sowieso noch so viel vorbereiten. Ich mache wahrscheinlich die ganze Nacht durch. Warum nicht jetzt schon anfangen? Tschüss. Ja gut, ich... Du machst auch Schluss. Ich geb's auf. Ich versuche hier über irgendeine Zinne zu klettern. Und dann stürze ich mich von ganz oben runter. Mach das, dann hast du vielleicht noch ein paar coole Szenen für dich. Ja, Takiro ist weg. Aber ich komme hier nicht raus. Dann hast du immerhin ein Ziel. Das Level ist aber wirklich frustrierend, muss man schon sagen. Das ist wirklich. Scheiße. Ach, siehst du jetzt auch endlich ein? Ja, ich weiß nicht, wie ich das jetzt hier schneiden werde. Vielleicht lasse ich es einfach. Mach das Ganze in einem Stück. Dann kannst du ja sagen, XXL Special. Ja, ich will den Zuschauern das auch nicht antun. Ich will das dann irgendwie. Eigentlich will ich das in einen Part packen, also einfach das Beste zusammenschneiden und die unnötigen Stellen rausschneiden. Also du meinst den Anfang und das Ende? Also das nicht vorhandene Ende. Okay, ich bin hier wieder bei Checkpoint.
Ah ja, ich hab dich gerade despawnen sehen. Ja. Ich dachte, du bist raus. Ich versuche mich irgendwo runterzustürzen. Aber das wird nix. Ich suche mir noch einen Ort, wo ich mich von oben herabstürzen kann. Wo ich das Level noch... Ah, okay, ich hab's so gut wie. Ja, so gut wie. Ja, und jetzt bin ich hier am Dach. Hast den nächsten Checkpoint. Nein, ich hing am Dach fest. Ich bin nicht weit genug geflogen. Aber es ist auf jeden Fall machbar. Man muss nur wissen, wie und wann man sich festhalten muss. Ja, machbar, das ist die Frage hier. Ja, als Bewertung könnte man bei Steam einfach schreiben, das Level ist machbar. Also ich würde es auf jeden Fall, kannst mir einen Gefallen tun, wenn du das Level geschafft hast und das Level verlässt, kannst du es bitte downraten. Ja, aber sowas von. Mit Wucht, bitte. Mit Wucht downraten. Ich bin oben. Und Fenster, hey! Sehr gut. Juhu, diese Fenster, die ja so viel Spaß machen. Ja, das Spaßigste hier an diesem Level könnte sogar fast stimmen. Nein, ich denke, das Spaßigste war die... Ich hänge hier fest. Verdammte Kacke. Das Spaßigste war der Start. Checkpoint 1 war das Spaßigste. Ich fand die Brücke eigentlich ganz unterhaltsam, weil man wusste, was man zu tun hat, man brauchte halt nur Skill. Gut, und ich steck hier fest. Hey! Und ich steck hier fest. Oh, jetzt bin ich wieder beim Checkpoint 12. Ja, wow, toll, ich auch. Gut. So, hier über die Zinnen springen. Ja, hier sind ein paar Steine unten am Boden. Kann man schön hart aufschlagen. Das ist... Viel Spaß dabei. Ich werde mich hier noch weiter selbst quälen und... So. Und 3, 2, 1. Ciao. Und... Batz!